Sie werden nicht glauben, aus was diese Möbel hier sind. Aus Pilzen, ja? Pilzen, die kennen wir entweder als super lecker oder super giftig, aber als Ersatz für Holz und Plastik. Wie ein Unternehmen in den USA unser Wohnleben grundlegend verändern will, das haben wir uns vor Ort mal ganz genau angeschaut. Das sind sie, die Möbel, die aus dem wohl umweltfreundlichsten Material der Welt sind. Pilz. Bitte? Wie soll das denn funktionieren? Das finden wir natürlich heraus. Und probieren auch, was man einfach zu Hause aus dem Material erschaffen kann. Wir sind in den USA, im Bundesstaat New York, gut 5 Stunden von New York City entfernt. Hier sitzt die Firma, die die Einrichtung der Zukunft seit knapp einem Jahr herstellt. Geld verdienen mit Möbeln aus Pilzen? Das muss uns der Chef genau erklären. Willkommen bei EcoVeltiv. Evan Bayer, Erfinder und Firmengründer. Wir wollen die Kraft der Natur nutzen, um gesünderes und sicheres Material so zu benutzen, dass es sich rechnet. Unsere Produkte können nicht nur grün sein, sie müssen auch kosteneffektiv sein, funktional und gut aussehen. Wie das funktioniert, wird Evan uns jetzt zeigen. Hier sieht es aus wie in einer ganz normalen Fabrik. Noch. Die Reise der futuristischen Pilzmöbel beginnt mit ganz normalem Bioabfall. Alles, was wir hier machen, hat eine biologische Basis. Das hier ist eine Mischung aus Hanf und Getreidepartikeln. Das Getreide kommt aus einem Umkreis von rund 60 bis 70 Kilometern. Wir zerkleinern es und fügen den Pilz hinzu. Das ist einerseits die Pilznahrung und sorgt andererseits nachher für Struktur. Dieser Müll ist also das Futter für die Pilze. Dank ihm sollen die Möbel ganz natürlich wachsen. Zeit, genauer hinzuschauen. Der Bioabfall läuft jetzt durch dieses Rohr. Das erhitzt und reinigt ihn mit Wasserdampf. Eine Etage tiefer trifft er endlich auf die Hauptdarsteller. Hier vermischen sich Pilze und Bioreste miteinander. Sehen Sie etwas? Hier auch nicht. Warum das so ist, klären wir gleich. Vorher schauen wir, ob man auch zu Hause Pilzmöbel machen kann. Das Grow-It-Yourself-Kit kann man online bestellen, auch in Deutschland. Damit wollen wir uns unsere eigene Einrichtung züchten. Sieht eigentlich einfach aus. Erstmal muss Kollegin Melissa Mehl und Wasser hinzugeben. Das liegt daran, dass die heimische Pilzabfallmischung getrocknet ist. Die Anleitung sagt, ich soll die Mischung schütteln und dann 4 Tage ruhen lassen. Aber können wir wirklich zu Hause unsere eigenen Pilzutensilien wachsen lassen, wie in einem natürlichen 3D-Drucker? Erstmal geht es in der Fabrik weiter. Abfall und Pilze sind jetzt luftdicht verpackt. Aber warum sieht das genauso aus wie vorher? Ich kann euch den Pilz jetzt nicht zeigen. Er ist da, aber er ist mikroskopisch klein. Jeder denkt bei dem Wort Pilz an den ganzen Pilz. Es gibt aber noch das Myzel. So wie Bäume haben auch Pilze Wurzeln. Aber ihre Wurzeln sind 100-mal größer als das, was man sieht. Das meiste eines Pilzes ist unter der Erde. Das ist der Teil, den wir nutzen. Myzel, praktisch das weiße Fluffige vom Pilz, ist also das Geheimnis. Dank dem Futter kann der Pilz wachsen. Und das ist entscheidend. So verklebt er die Abfallpartikel miteinander. Evans Firma nutzt die natürlichen Klebeigenschaften der Pilze, um Möbel zu bauen. Die Fabrikhalle wird jetzt zur Indoor-Farm. Der Abfall aus der Landwirtschaft, für das Myzel im wahrsten Sinne des Wortes ein gefundenes Fressen. Die Pilzpartikel wachsen und wachsen. In nur wenigen Stunden verdoppelt sich ihre Größe. So verbinden sie die einzelnen Kompostteile zu einer kompakten Masse. Nach 4 Tagen sehen wir, der braune Biomüll ist plötzlich weiß. Jetzt kann ich euch den Pilz zeigen. Das Weiße ist Myzel. Ihr seht, es ist fest zusammengewachsen. Eine solche Lage besteht aus Milliarden und Milliarden der kleinen Fasern. Quasi der Stoff der Natur. Den muss man jetzt in Form bringen. Doch wie verwandelt sich dieser Matsch in Möbel? So, bei diesem Schnitt bricht man die Pilzstrukturen absichtlich auf. Dadurch verteilt sich das Myzel gleichmäßig und der Pilz wächst wirklich stark zusammen.
stark genug, um auf Pilzen zu sitzen. Joe, riechst du das? Riechst du das, Joe? Es riecht wirklich. Es riecht nach Pilz. Es riecht halt wirklich nach Pilz. Wie zu Hause, wenn man Pilze schneidet in der Küche. Diese Pilze soll man aber nicht essen, sondern darauf sitzen. Deswegen verwächst die Masse noch einmal für 3 Tage in dieser Form. Und wie sieht es zu Hause aus? Hier ist die Masse nach 3 Tagen Lagern ebenfalls weiß geworden. Wie in der Fabrik muss Melissa als erstes Abfall und Pilze vermischen. Es fühlt sich an wie Matsch. Danach nimmt die Sache Form an. Melissa will einen Blumentopf. Jetzt heißt es 3 Tage warten. Danach sieht das Gemisch schon anders aus. Es ist bereit für den wichtigsten Schritt, den Ofen. Er verhindert, dass die Möbel im heimischen Wohnzimmer weiter wachsen. Der Pilz stirbt bei 93 Grad einfach ab. Egal ob im Back- oder Industrieofen. Nach dem Ofen sieht das Pilzgemisch schon eher aus wie Holz. Es ist aber noch zu weich, um damit zu arbeiten. Da dieser Schwamm später zu einem Möbelstück wird, erwartet ihn die Presse. Nach 7 Minuten ist der Pilz platt. Und? Das sieht gar nicht mehr wie Pilz oder Bioabfall aus. Eher wie eine Spanholzplatte im Baumarkt. Mit so einem Pilz kann man arbeiten und all das daraus erschaffen. Nebenan setzt Kenny diese Möbelstücke in Handarbeit zusammen. Gerade arbeitet er am Bestseller, einem Hocker. Das Holz klebe ich darauf. Das ist der Hauptteil, der aus Pilz gewachsene Kern. 4 Teile aus unserem Material, die so zusammengewachsen sind. Kenny verklebt die Pilzteile also nicht. Sie sind natürlich miteinander verbunden. Innerhalb von 7 Tagen ist diese umweltfreundliche Alternative zum Plastikstuhl gewachsen. Knapp 300 Stück der Hocker hat Kenny auf Lager. Er züchtet sonst auf Bestellung. Ökologisch sind sie. Doch wie stabil ist ein Stuhl aus Pilz wirklich? Alles klar. Ich sitze auf Pilz. Erstaunlich stabil. Mycel, der natürliche Pilzkleber, macht's möglich. Gleich wird der Chef uns zeigen, wie Pilze unsere Zukunft verändern können. Zuerst schauen wir kurz, was wir zu Hause gebacken haben. Beim Grow-It-Yourself-Kit kommt man ohne Pressen aus. Dafür ist das Resultat etwas weniger stabil. Und hat es geklappt? Volltreffer. Wir haben uns in wenigen Tagen einen Blumentopf aus Pilz gezüchtet. Und auch der Stuhl ist nur der Anfang. Ökologische, selbstgewachsene Möbel sollen die Zukunft sein. Dank des geringen Materialaufwands rechnet sich die Idee schon jetzt. Doch Evan und seine Pilze haben noch mehr vor. Zu Hause habe ich ein gewachsenes Gebäude, einen Schuppen. Die gesamte Struktur des Schuppens habe ich mit lebendigem Material gefüllt, Reste von der Arbeit. Also die Wände, das gesamte Gebilde wird von Mycel zusammengehalten. Der Pilzklebstoff ist also universell einsetzbar. Wer hätte gedacht, dass Pilze so zukunftsweisend sein können? Heute Möbel, morgen die Welt.